Auf der Suche nach einem bewohnbaren Planeten stießen wir auf viele abnormale Wesen. Doch eines davon bleibt mir für immer in Erinnerung. Diese verstörenden Bewegungen werde ich niemals vergessen. Die Laute, die es von sich gegeben hat. Die Schreie, die es abge... Hast du das gehört? Oh, fuck. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier... Berlin! Wir haben 2019. Der Echo wurde abgeschafft und ein neuer, großer Award musste her. Und so trommelte der Rapper Sido ein paar Business-Leute zusammen und die Hype Awards wurden ins Leben gerufen. Ein extra Award, nur für Hip-Hop. Halt wie die Grammys, nur ein bisschen mehr Straße hieß es. Die Künstler konnten durch User-Votings in verschiedenen Kategorien gewinnen, welche von ausgebildeten Fachleuten ausgewählt wurden. Und was es bei dem Event alles geben wird? 200 Quadratmeter nur für Dekoration und Möbel, eine riesige Halle mit einer coolen Bar, große Künstler wie Kool Savas, Shindy, Kontra K und Sido werden sogar live auftreten. Zur Vorbereitung könnt ihr schon mal die Hype Awards Playlist pumpen. Und ich meine, die großen Rapper machen immerhin alle hierfür Werbung, es muss ja legendär werden. Epischer Trailer, episches Event und all das für unschlagbare 50 Euro. Du hast keine Tickets? Verkauf deine Niere und kauf dir ein viel zu teures Ticket auf eBay, denn das solltest du dir nicht entgehen lassen. Und wenn du keine Tickets abbekommen hast, dann ab in den Hype Awards Livestream auf YouTube. Kommst du zu den Hype Awards? Kommt ihr zu den Hype Awards? Junge Dame da hinten, kommen sie auch zu den Hype Awards? Ray Cross wird auch da sein. Der Tag war gekommen. Moderiert haben die Show Hip-Hop-Moderatorin Vis-a-vis und Nikita Thompson. Die Show ging eigentlich ganz gut los. Es gab mehrfache Tanzchoreografien und die Stimmung in der Crowd war auf jeden Fall auch vorhanden. Was geht ab? Und was bei dieser Show nicht so gut lief? Seid ihr ready? Hey, auf wen freust du dich am meisten? Shindy. Oh, der ist nicht da. Kontra K. Auch nicht da. Juju. Oh, die ist auch nicht da, aber einen coolen Tweet hat die verfasst. Kapi. Der wurde gar nicht angekündigt. Ach, und ihr freut euch auf Legende Muzzle Pelham? Ist nach 10 Minuten gegangen. Oder Kool Savas, Mero, Bowser, die alle groß angekündigt wurden. Keiner ist erschienen. Aber ey, wir haben tanzende Ureinwohner und Kai den Hacker. Hi, hier ist Kai. Haitis Name wurde falsch geschrieben. Die Moderatoren haben mehrmals vergessen, das Mikrofon auszumachen und man hat neben Gekichere teilweise sogar Toilettengeräusche gehört. Ich seh nix! Nikita, seh nix! Das scheiß Mikro ist zu groß. Bones MC war nominiert für den Hype-Instagram-Account, nachdem er sich Wochen zuvor vor laufender Kamera Substanzen ins Bein gespritzt hat und sich mehrmals über häusliche Gewalt lustig machte. Schwester Eva konnte angeblich nicht erscheinen und dafür wurde ein extrem unangenehmes Video von ihr auf der Bühne gezeigt. Ich krieg keinen Award, ich will eh nur einen Lückenfüller. Nur, damit sie dann später doch einen Live-Auftritt hat. Ich sag Scheiß auf, ihr sagt Knast! Scheiß auf Knast! Nicht mal die Gewinner sind erschienen, weswegen dann 5 Kategorien in ein paar Minuten zügig abgehandelt werden mussten. Auch wenn er nicht da ist. Auch die leider nicht da. Aber auch der ist leider nicht da. Er ist nicht hier. Und niemand hört auf Frauen. 90% der Acts hatten komplette Playback an, haben so getan, als würden sie rappen oder, nun ja, Autotune. Kujanka. Es wurden total sinnlos Rapper gefrontet. Ich glaube, es gibt aber tatsächlich einen Rapper, den wirklich keiner mehr mag. Ja, warte, irgendwas mit B? BKA? Lil Shrimp hatte einen Live-Auftritt. Das sind Cash-Clips, das sind Rapper-Drips, nur Scheine. Meine Fashion-Tipps, nur Stars. Scumpy ist die Gang, denn wir ballen alles independent. Cringe. Jamul kam merklich bekifft auf die Bühne. Krass, okay. Und... Dankeschön. Überall leere Plätze, obwohl mehrmals gesagt wurde, dass die Tickets alle ausverkauft waren. Leute fingen sogar an zu gehen und die Halle leerte sich Stück für Stück. Ah ja, und hier gibt's auch einen coolen Film, den wir euch nun zeigen werden. Film ab! Welchen Film willst du denn jetzt abspielen? Wie? Es gibt keinen Film? Hallo, ihr kommt alle von Frauen, mach mal jetzt Film ab. Dann der Comedian, der darüber redet, wie man sein Arschloch rasiert. Spiegel auf dem Boden und dann den Sack hoch. Aber ey, gibt's ja wenigstens einen coolen Award zu gewinnen? Ein Pokal oder eine Trophäe? Nein, viel Spaß mit deiner Kette. Capital Bra wurde unter dem Team Kuku-Logo angezeigt, obwohl er sich seit einem Jahr mit dem Label zerstritten hatte. Angekündigter US-Rapper Rick Ross kommt zu spät und es mussten 5 schmerzhafte Minuten komplett improvisiert werden. Soll Nikita mir ein paar Dance-Moves beibringen. Kategorien wurden einfach live auf der Bühne hinterfragt. Wo war der, wie heißt er? Alex Hesch und Vanessa Mai. Warum waren die nominiert? Die hatten doch so einen Schlagerhit. Aber das war es noch lange nicht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, wenn ich so ins Publikum gucke, es ist jetzt klischee-mäßig, ich weiß, aber es sind schon sehr, sehr, sehr viele Männer wieder hier. Tatsächlich ist es leichter, wenn man sehr hell ist und blonde Haare hat. Und wir sind ja nicht mehr in der Nazi-Zeit angeblich. Okay. Wir Deutschen denken zu viel, Digga! Manche Leute sagen, Digga, ich kann Asiaten nicht auseinanderhalten. Die anderen sagen, ich kann Schwarze nicht auseinanderhalten. Ich sag, ich kann Weiße nicht auseinanderhalten.
Nein, es sind keine Frauen, die nominiert sind, sondern Alpha Ladies! Pro-Woman-Power und Kontra-Rassismus. Nur, um sich dann später mit einer enorm unangenehmen Parodie über Shireen David und ihre OPs lustig zu machen. Ein Satz. Ich verteile Hyaluron-Spritzen heute Nacht. Die Arschbacken sind vom Silikon rot, dreckig. Die Nase OP 10 cm, Baby, gib mir. Die Nägel länger als ein Baby, gib mir. Aber eigentlich muss man sagen, dass Vis-a-vis halbwegs versucht hat, die Show zu retten. Große Familie habe ich auch. Kennst du nicht, wa? Kennst du nicht, dass man mal am Buffet ein bisschen kämpfen muss? Du bist verwöhnt mit deinem Radio-Shit. Nikita Thompson hingegen hat richtig Gas gegeben. Er gab's einmal ein bisschen unangenehme Stille, wurde die Crowd jedes Mal zwanghaft aufs Neue entfacht mit einem Berlin! 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 Leute wurden sexuell belästigt, inklusive merkwürdigen Annäherungsversuchen. Bruder, komm. Ich fühle mich angezogen zur Männerwelt. Ich bin noch solo, Digga. Nicht schlecht, ey. Läuft. Ja, der Süße hier in der Mitte, guck mal, er. Stellt euch einfach mal vor, die Geschlechter werden hier vertauscht. Sehr fragwürdige Geräusche aus den Tiefen ihres Körpers. Oh! Ata, ata, anayo. Ja. Generation! Alle Babas machen. Zero! Dankeschön dafür! Weisheiten mit Nikita. Check this out. Das Ding ist, ich bin eine Hexe. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich bin, Digga. Ich habe jemanden entdeckt, der ist deutsch. Du hast zwei Mamas? Ja. Entweder du bist ein Boss oder du bist ein Schaf. Du bist Schaf. Ergänzt wurde das Ganze von alienmäßigen Bewegungen. Legenden besagen, dass sie sich regelmäßig auf der dunklen Seite vom Mond aufhält. Und hat da jemand Penis gesagt? Penis. Lass, weil ich Penis gesagt habe. Ich hab Penis gesagt. Und war ein Gewinner mal nicht da, hat sie versucht, mit den Rappern per Telepathie zu kommunizieren. Oh, Telepathie! Nein, 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 nein. Telepathie! Samra quatscht gerade mit mir. Ruhe! Shindy, ja. Was geht ab? Shindy. Nikita an Shindy. Dann hat sie plötzlich noch in der Crowd ihre Ladies gefunden. Das sind meine Mädchen. Ich habe meine Ladies getroffen. Ich sehe immer meine schwarzen Schwestern, ist so. Es gibt nicht viele von uns. Aber das absolute Highlight war die Stelle, wo Nikita zum Gewinner rennt und sich selber als schwarze Blitz betitelt. Der schwarze Blitz kommt! Und so entstand das Meme. Das war der Moment, an dem der schwarze Blitz von Konohagakura ein weiteres Mal verkackt hat. Eine Legende. Mois machte sich dann in einem Video darüber lustig. Also er machte genau das, wofür er nominiert wurde. Sich über Dinge lustig machen. Und wurde dafür dann angeklagt. 50.000 Euro muss er zahlen, sollte der Name Schwarzer Blitz von Konohagakure oder Nikita Thompson noch einmal in einem Video fallen. Und um alles noch einmal zu toppen, gab es noch die extrem unangenehme Szene mit Okay, keine Ahnung. Doch die Rettung naht. Das Highlight des Abends. Das Live-Beast, Enno. Schieb das aus Präsident. Mach uns auf jeden Fall verbundenes Donner, eine Dota, die Brille. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Und geboren war das Meme. Feuerfrei. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? T-Shirts, Pullis, Tanktop. Das Video wurde überall gepostet und geteilt. Sogar der offizielle Amazon Music Account machte sich drüber lustig. Ein ganzer englischer Eintrag darüber, wie man als Deutscher die Redewendung Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Benutzt. Berlin, was geht ab? Spotify Playlist. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Abi Pullis. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Remix. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Und natürlich Shitposting. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Was für gut drauf? Du hast deinen Part verkackt. Rezo und ein paar andere YouTuber machten sich drüber lustig. Du postest irgendein Foto von Berlin? Oh, ich hab da eine witzige Caption für dich. Bis der Joke dann, wie jedes Internet-Meme, irgendwann tot war. Circa 400.000 Leute entfolgten Enno innerhalb der folgenden Wochen, trotz Statement seiner Instagram-Story. Gestern auf jeden Fall komplett reingeschissen. Aber in den Lücken hört man mein Backup gar nicht. Meine Indies hatten Wackelkontakt, irgendwann sind die komplett ausgegangen, dann bin ich komplett durcheinander gekommen. In den Tagen nach der Show folgte neben viel Spott irgendwann ein tatsächlich reflektiertes Statement von Vis-a-vis. Und der Instagram-Account von Nikita wurde mit Schwarzer Blitz und Berlin!
bombardiert. Das Dreiste an der ganzen Sache, nach der Show wurde eine Aftermovie hochgeladen, wo die Show als absolut bahnbrechend und legendär dargestellt wurde. Und später konnten sich ein paar Rapper die Chance nicht entgehen lassen, auf dem gescheiterten Award musikalisch rumzutrampeln. Ohne uns ist Rap ein Haufen Scheiße wie die Hype Awards. Und ohne Autotune kann schief gehen, groß an Hype Awards. Und keine 10 Pferde kriegen mich zu den Hype Awards. Ein holpriger Start für den ersten Hip-Hop Award der deutschen Geschichte. Eine Niederlage, die so wehgetan hat, dass es kein nächstes Mal Hype Awards geben sollte. Es sei denn, der schwarze Blitz wird irgendwann wieder auferstehen.